Ab Management Center Version 1.2 ist das Exportieren im AV-Format und die Verknüpfung unterschiedlicher Sequenzen möglich. Damit kann die Alarmverfolgung über mehrere Kameras sehr schnell und unkompliziert in eine Datei zur Weitergabe exportiert werden. Die Zusammenstellung der einzelnen Sequenzen erfolgt mittels einer Exportleiste. Um sie zu öffnen, klicken wir zunächst auf diesen Filmstreifen am unteren Bildrand. Es öffnet sich die Alarmleiste, die wir durch erneutes Klicken auf den unteren Filmstreifen in die Exportleiste umschalten können. In unserem Beispielfall wollen wir einen gestellten Kofferdiebstahl über mehrere Kameras verfolgen und als Ausgabe eine Exportdatei mit generischem Videocodec erhalten. Beginnend mit der ersten Kamera, hier eine C25, markieren wir den Start der zu exportierenden Sequenz durch Drücken des linken Fähnchens. Nun lassen wir die Aufzeichnung bis zum gewünschten Endzeitpunkt ablaufen und markieren diesen mit dem rechten Fähnchen. Nach dem Öffnen der Exportleiste können wir die vorher markierte Sequenz nach Langklick durch Drag and Drop in die Exportleiste ziehen. Nachdem die Zielperson ins Blickfeld einer anderen Kamera gerückt ist, wechseln wir zu dieser Kamera, markieren ebenfalls hier Start und Ende und ziehen auch diesen Abschnitt in die Exportleiste. Jetzt wird der Wechsel in eine andere Gruppe notwendig. Um zum exakt selben Zeitpunkt in die Kameras der anderen Gruppe zu gelangen, fixieren wir den Zeitpunkt mittels Pinnadel am rechten unteren Rand und wechseln danach in die Gruppe. Mit den zwei Kameras dieser Gruppe verfahren wir wie zuvor bis zum gewünschten Endzeitpunkt. In unserem Fall bis das Kennzeichen des Fahrzeugs klar erkennbar ist. Nun wollen wir noch eine zusätzliche Sequenz einfügen, auf der unsere Zielperson besser sichtbar ist. Dazu entzerren wir das Bild der hemisphärischen Kamera und verwenden die virtuelle PTZ-Funktion, um den Bildausschnitt und Zoom-Level anzupassen. Wiederum Start und Ende markieren und zur Liste hinzufügen. Fahren wir mit der Maus über einen der eingefügten Abschnitte, werden zwei Symbole eingeblendet. Der Lautsprecher, um Audio für den Export zu oder aktivieren, und ein Plus für die Änderung der VPTZ-Einstellung, die wir hier nachjustieren könnten. Mittels Rechtsklick erhalten wir auch weitere Optionen für die Exportliste. Schließlich lässt sich die Sortierung der Sequenzen noch mit diesem Multislider verändern, manuelle Sortierung oder chronologische Sortierung. Um den Export zu starten, muss die Export-Taste gedrückt werden. Für eine AVI-Datei mit generischem Motion JPEG Videocodec einfach das Exportprofil PC auswählen. Durch Anklicken des Pfeiles könnte das Exportprofil noch weiter angepasst werden. Jetzt nur noch das Dateiziel festlegen und sofort startet der Export. Als Ergebnis erhalten wir eine AVI-Datei über die gesamte Kameraverfolgung, die mit beliebigen Playern wiedergegeben werden kann.